Radio. Radio. Moment. Kultur. Wenn die Psyche einer Gesellschaft ihre Ökonomie ist, dann sind die kritischen Medien, die die Zweifel und Argwohn säen und den Oberen nicht alles glauben, der wesentliche Beitrag zum Gleichgewichtssinn. Und ein besonderes Gewicht bei diesem Gleichgewichtssinn hat Radio München. Deswegen gratuliere ich euch für 10 Jahre Bestehen, was eine Menge ist, gegen den Wind und auch gegen die großen Medien und die dahinterstehenden Kapitalkräfte. Wir sehen uns am 1. September wieder in München beim Antikriegstag mit vielen anderen und ganz besonders mit Radio München. Euer Dieter Dehm. Nachdenkseiten. Die kritische Website. Liebes Team von Radio München, seit 10 Jahren bereichert ihr nun die Radiowelt mit sehr interessanten, stets höchst professionell ausgearbeiteten Beiträgen. Ursprünglich mit dem Schwerpunkt Kultur an den Start gegangen, habt ihr euer Spektrum erweitert, vor allem um die Themen Gesundheitspolitik und Friedenspolitik. Diese Bereiche haben unsere Gesellschaft in den letzten Jahren am härtesten auf die Probe gestellt und tun es immer noch. Eine der wichtigsten Grundlagen für die Meinungsbildung in einer demokratischen Gesellschaft ist der Zugang zu ausgewogenen und vielseitigen Informationen, die alle relevanten Sichtweisen zu Wort kommen lässt. Nur so kann ein aufgeklärter und offener Diskurs gelingen. Dazu tragt ihr mutig bei. Wir erinnern uns, dass Radio München eines der ersten Medien war, die seriösen und relevanten Kritikern der Maßnahmenpolitik beharrlich Gehör verschafft hat, trotz sehr scharfem Gegenwind. Macht weiter so. Behaltet euch eure Standhaftigkeit und euer Durchhaltevermögen. Die Redaktion der Nachdenkseiten beglückwünscht euch zu eurem Jubiläum. Liebes Team von Radio München, ich bin Roland Rottenfußer von Manova. Eigentlich höre ich gar nicht so viel Radio. Durch euch habe ich wieder damit angefangen, weil ihr mutig und kontrovers seid, weil ihr die Texte liebevoll und einfallsreich aufbereitet, sogar mit einem offenen Ohr für spirituelle und philosophische Texte. Die ersten 10 Jahre sind hoffentlich nur ein Anfang. Haltet durch und weiter so. Radio München. Radio München möchte ich zum 10-jährigen Bestehen herzlich gratulieren und dem ambitionierten Programm dieses Senders weiterhin eine interessierte Hörerschaft wünschen. Dass Münchens kulturelle, gesellschaftliche und weltoffene Identität auch künftig leuchten kann, ist Radio München ein Anliegen. Sollte ich dazu beitragen können, wäre es mir eine Freude. Daniel Bayer, Dirigent. Moment. Kultur. Hallo, hier spricht Michael Mein. Ich bin Professor für Kommunikationswissenschaft an der LMU. Radio München ist im Frühjahr 2020 in mein Leben getreten, war natürlich schon vorher da, eher als eine Art Hintergrundrauschen, das sehr laut geworden ist, als die BLM, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, 3 Interviews kritisiert hat, geführt von Eva Schmidt Ende März 2020 mit Wolfgang Wodak, mit Stefan Hockertz, mit Karin Mölling. Die Medienaufsicht hat sich da auf anonyme Beschwerden berufen und behauptet, dass die Interviewerin hier die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt haben soll. Ich habe mir die Gespräche angehört, konnte Eva Schmidt beruhigen, alles super und war sehr glücklich, Radio München entdeckt zu haben, wiederentdeckt zu haben, für mich entdeckt zu haben. Dieses Glück wurde dann noch größer, als Eva Schmidt mich selbst interviewt hat zu meinem Buch Die Propagandamatrix. Wir haben dieses Gespräch sogar 2-mal gemacht, weil es Schwierigkeiten mit der Aufzeichnung gab, mit der Speicherung gab, bedingt durch den langen Weg durch die Entfernung von Bayern nach Südfrankreich. Seitdem verfolge ich, was ihr bei Radio München macht, liebe Leute, inzwischen von der Oberpfalz aus. Bin sehr traurig, dass ich bei eurer Jubelfeier nicht dabei sein kann, bin mir aber sicher,
dass ihr weiter genau das machen werdet, was Journalismus ausmacht, nämlich alles in die Öffentlichkeit zu bringen, was die Menschen draußen im Land bewegt und dabei auch keine Angst zu haben vor irgendwelchen Medienaufsehern. Radio München. Herzlichen Glückwunsch Radio München zu 10 Jahren. Herzlichen Glückwunsch Eva Schmidt und dem ganzen Team dafür, dass ihr immer wieder zeigt, was Journalismus kann, wenn er frei ist, wie verdammt unterhaltsam er dann ist, wie verdammt gut Musik ist, die es nicht auf den Kommerzplattformen gibt und wie viel Spaß es macht, euch zuzuhören. Ich wünsche euch noch mehr Reichweite, noch mehr Erfolg, als ihr es ohnehin schon habt und hoffe auf viele, viele weitere Jahrzehnte. Radio München, euer Paul Brandenburg. Radio München. Moment. Kultur. Ein herzliches Hallo aus der Schweiz, auch wenn man es mir mundartlich nicht anhört. Hier ist Burkhard Müller-Ulrich vom Kontrafunk. Unser Name sagt ja schon, dass wir uns zum Widerstand gehörig fühlen. Widerstand gegen den Staatsterror, der sich überall breit macht und in der verbrecherischen Corona-Politik eine bis dahin unvorstellbar gewesene Dimension erreicht hat. Aber auch Widerstand gegen eine unvorstellbar dumme, einseitige und regierungshörige Medienmeute, insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, für die ich 40 Jahre lang gearbeitet habe. Der Kontrafunk hat nicht von ungefähr denselben Silbenfall wie meine frühere Heimat, der Deutschlandfunk. Aber euer Name, liebe Radio München Leute, ist natürlich unübertrefflich. Radio München. Als ich das zum ersten Mal hörte, konnte ich nicht glauben, dass das auch ein Widerstandsnest ist. Okay, ihr wart das nicht von Anfang an. Die Eva Schmidt mit ihrer sanften Stimme und ihrer unglaublichen Beharrlichkeit hat Radio München erst dazu gemacht. Glückwunsch, Chapeau, liebe Eva, und eine tiefe Verbeugung unter Kollegen. An eurer Geschichte, an eurer Entwicklung kann man exemplarisch sehen, wie der Strukturwandel der Öffentlichkeit funktioniert. Denn im Gegensatz zu den zwangsfinanzierten Großmedien seid ihr durch die Zustimmung des Publikums gewachsen. Ihr habt eine publizistische Bedeutung erlangt, wie man es von einem lokalen Nischenradio niemals gedacht und erwartet hätte. Dabei ist euer Rezept ganz einfach. Qualität, Seriosität und Regelmäßigkeit. Ich würde sagen, dieses Rezept, dieser Anspruch eint uns. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns noch viel Erfolg. Macht einfach weiter, habt einen langen Atem und haltet durch. Radio München. Liebes Radio München-Team, hier ist Jana Fliegersdorfer von Manova. Ich wünsche euch alles Gute zum 10. Geburtstag. Vielen Dank für eure wertvollen Beiträge und weiterhin viel Erfolg. Hallo liebes Team von Radio München, alles Liebe, alles Gute zu eurem 10-jährigen Bestehen. Mein Name ist Jens Lehrich, ich bin Moderator von Fairtalk TV und ja, ich habe euch entdeckt 2020, also relativ spät, da gab es euch schon 6 Jahre. Ich will ehrlich sein, 2014, da war für mich das Weltbild noch weitestgehend in Ordnung und in den Folgejahren ist es dann immer mehr zusammengebrochen und mit Corona dann endgültig zu Boden gecrashed. Und da habe ich euch damals entdeckt und eure spannenden Interviews, die mir eine neue Perspektive gegeben haben und die vor allem auch mein Gefühl bestätigt haben, hier stimmt doch was nicht. Ihr habt euch der Wahrheit verpflichtet und das seit 10 Jahren und ich wünsche euch für mindestens weitere 20 Jahre den Rückenwind, den ihr braucht, um diese Arbeit, diese wertvolle journalistische Arbeit weitermachen zu können. Ich hoffe, wir lernen uns in Zukunft mal persönlich kennen, vielleicht bei einer Fairtalk-Staffel oder auf meiner Vortragsreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie auch immer, jetzt wünsche ich euch erstmal eine großartige Party, feiert schön und, wie ich immer so schön sage, bis ganz bald an dieser Stelle. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Radio. Radio. Moment. Kultur. Liebe Eva Schmidt, liebe Radio München-Hörer, ich freue mich, dir, Eva, zum 10-jährigen Bestehen von Radio München zu gratulieren. Wir haben viel zusammen gemacht, tolle Sendungen und wir haben ganz viele Menschen aufgeklärt und haben ihnen helfen können. Dafür danke ich dir und bleibe dir gern verbunden und wünsche dir und Radio München für die nächsten 10 Jahre alles Gute, viel Erfolg und eine weitere gute Zusammenarbeit. Dein Stefan Hockherz. Radio München. 10 Jahre Radio München.
Es ist mir eine große Freude, lieber Schmidt und dem Team von Radio München zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren zu können. Ihre gemeinsame Arbeit ist ein leuchtendes Beispiel für das, was engagierter Bürgerrundfunk leisten kann. Sie alle zusammen haben es geschafft, durch Kontinuität einen Sender zu etablieren, der weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannt ist. Das ist eine herausragende Leistung in diesen Zeiten der Schnelllebigkeit, in Zeiten der Überschleunigung. Radio München hat sich als werbefreier Kultursender zu einer unverzichtbaren Instanz für die Meinungsbildung entwickelt und zu einem Motor der Inspiration. Die Formate und Inhalte motivieren die Hörerinnen und Hörer, sich mit den schönen und spannenden Seiten der Kunst, Musik, Kultur und Philosophie ebenso zu beschäftigen wie mit den aktuellen Geschehnissen in Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Medien, die eine kritische Betrachtung und intensive Diskussion verdienen. Als Autor einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, freut mich persönlich besonders. Bitte gehen Sie Ihren Weg unbedingt weiter. Bleiben Sie neugierig und seien Sie mutig in Ihren journalistischen und kreativen Bestrebungen. Inspirierende Inhalte und das gewisse Etwas der Musik sind Dinge, die wir in der heutigen Zeit vielleicht mehr brauchen, als wir denken. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten 10 Jahre mit Ihnen und mit Radio München. Ich danke Ihnen, alles Gute und herzliche Grüße. Ihr Gunter Sossner. Moment. Kultur. Moin und Servus, Radio München. Vom nordöstlichen Zipfel des Landes, nahe der Waterkant, wo das Meer den Strand berührt und die Wellen Inneres und Äußeres in Bewegung bringen, schicke ich euch einen Herzensgruß der Wertschätzung und Anerkennung. Ich erinnere mich ganz genau an unsere erste Begegnung. Es war magisch. Ich klebte mit den Augen an folgenden Zeilen auf eurer Webseite, in einer Zeit, in der ich in einem kleinen Dorf den Corona-Aufstand probte, recherchierte und anfing zu publizieren, war anscheinend niemand die besonnenen Experten zu Wort kommen ließ. Was las ich am 27. März 2020, als ich dachte, dass die Welt Kopf steht, weil es auf allen Kanälen plötzlich nur noch eine Meinung und den wissenschaftlichen, Konformität und Angst erzeugenden Konsens gab, auf eurer Webseite? Zitat: Wenn es, egal in welcher Situation, kaum Gegenstimmen gegen eine politische Maßnahme gibt, die extrem weitreichende Folgen hat, ist es unsere journalistische Pflicht, auch wissenschaftliche Experten zu Wort kommen zu lassen, die zu anderen Einschätzungen kommen. Zitat Ende. Mein Herz ging auf, denn in mir bestand schon damals ein großer Wunsch nach Meinungsvielfalt, nur waren Menschen, die den Mut hatten, sich nicht in die neue Einheitsbrei-Wir-bleiben-zu-Hause-Show einzureihen, wenig prävalent bis hin zu asymptomatisch waren. Von da an war und bin ich ein hocherfreuter, regelmäßiger Hörer eurer phänomenal eingesprochenen Texte, eurer Authentizität und der sehr wertvollen Textauswahl. Auch hatte ich die Ehre, mit einigen meiner Werke als Notwehrjournalist in den Genuss eurer Kunst der Vertonung zu kommen. Danke. Ihr alle seid ein haltgebender Nordstern, ein Baum, an dem geruht, gelauscht und verdaut werden kann. Ihr ermöglicht Perspektivenvielfalt, Tiefgang und Informiertheit. Danke. Ich wünsche allen kreativen, fleißigen und aufrechten Menschen, die Radio München erschaffen, Zufriedenheit, Frieden, Freude, Lebendigkeit und ziehe meinen Hut vor dem, was ihr geschaffen habt. Was ihr tut, hat Wert. Euer Mut bekehrt. Auf bald und einen frohen Segen auf all euren Wegen. Radio München. Liebes Radio München, ich gratuliere euch aus ganzem Herzen zu eurem 10-jährigen Geburtstag. Sehr lange schon verfolge ich euch und vor allem zur Zeit der schärfsten Grundrechtseinschränkungen der deutschen Nachkriegsgeschichte waren eure Sendungen, eure Recherchen und vor allem die Art und Weise, wie ihr Journalismus betreibt, ein hoffnungsvoller Schimmer am Horizont, der mir Zuversicht und Hoffnung geschenkt hat.
Ich wünsche euch für die nächsten Dekaden, dass ihr euch selbst treu bleibt, in den aufkommenden Stürmen eine Stimme der Vernunft und ein Fels in der Brandung bleibt. So möget ihr aufrichtig, wahrhaft und objektiv über das Weltgeschehen berichten. Alles Gute dafür wünscht euch euer Flavio von Witzleben. Radio. Moment. Kultur. Hallo, liebe Zuhörer von Radio München, ich bin Benjamin Golme. Und mein Name ist Marcel Joppa. Wir sind die Macher des Podcasts Basta Berlin und gratulieren ganz herzlich zum 10-jährigen Bestehen. Meine Güte, seid ihr groß geworden. Und dabei habt ihr euch wirklich gut gehalten. Ja, vor allem während der Corona-Zeit. Tja, kritischer Journalismus ist nicht leicht, aber dringend nötig. Wir wünschen euch und dem gesamten Radio München-Team alles Gute. Eure Arbeit ist wichtig und deshalb bleibt so, wie ihr seid. Happy Birthday! Radio München.